Stadt der Lebenswerke, Weinbrenner, Tuller und Co. Pioniere, Planer und Passionen. Wo ich am liebsten abreisen würde, das wäre die Versicherung, die badischen Versicherungen. Weil das war die ganze Zeit im Weg für unseren Sonnenuntergang in meiner alten Wohnung. So ugly, I can see it anymore, the Maschinenbau building. Hinterm Bräuninger, da ist ein sehr altes Mietshaus, das stört eigentlich das Stadtbild, das könnte wirklich verschwinden. Das neue Gebäude am Durlacher Tor, was gerade erst gebaut wurde wegen den Baustellen, da, grau und hässlich und blockig, das könnte man gerade wieder abreißen. Den Altbau von der BIP. Das finde ich wirklich grauenvoll. Zum Schlosspark, diese Reihe, das finde ich toll, wenn man da fährt. Also das ist schon was Tolles. Das Naturkundemuseum mag ich ganz besonders. Der Turm vom Schloss. Maybe some of the cathedrals. Also alle historischen Gebäude, alles was ein bisschen älter ist. Ich finde die alten Stadthäuser sehr schön, natürlich die Schlösser. Die sind alle wunderschön. Schloss, auf jeden Fall Schloss. Neben klassizistischen und barocken Bauten, Fachwerk- und Jugendstilhäusern bietet Karlsruhe auch avantgardistische Beispiele des neuen Bauens, wie die Dammerstock-Siedlung, die nach einem Entwurf von Walter Gropius, dem Vater des Bauhauses, gebaut wurde. Die moderne Stadt ist das Ergebnis der Werke und Lebensprojekte, die damit einhergingen. Friedrich Weinbrenners Klassizismus prägte das heutige Gesicht der Fächerstadt. Zu seinen Werken gehören die Nord-Süd-Achse, die Pyramide, das Rathaus, das Großherzog-Karl-Denkmal oder die evangelische Stadtkirche, in deren Gruft der bedeutsame Architekt seine Ruhestätte fand. Der Ingenieur Johann Gottfried Tuller ist in die Geschichte der Stadt unter anderem als der Rheinbegradiger eingegangen. Auf einer Strecke von 266 Kilometern wurde der Verlauf des Flusses korrigiert. Tuller gründete die Karlsruher Ingenieurschule, die später durch den Zusammenschluss mit Weinbrenners Architekturschule zur Polytechnischen Hochschule wurde, einem Vorläufer der späteren Universität Karlsruhe und dem heutigen Karlsruher Institut für Technologie. Die Realisierung von Ideen ist stets verbunden mit Veränderungen des Bestehenden. So haben alle Projekte von der Rheinbegradigung bis zum Bau der U-Bahn ihre Für- und Widersprecher. Über die Stadt der Lebenswerke diskutieren die Pianistin Frau Professor Fanny Solter, der Ingenieur und Ehrenbürger der Stadt Karlsruhe Dr. Dieter Ludwig, die Architekturprofessorin Frau Professor Kerstin Gothe und der Stadtarchivar Dr. Manfred Koch. Markus Brock moderiert. Diskutieren Sie auch mit.